Nachkontrolle, 8 Monate nach meinem Fächer-Facelift und Halslift bei meiner lieben Patientin Veronika, 58 Jahre. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth. Ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxis hier im Kompetenzzentrum in Salzburg. Wenn wir uns nach 8 Monaten das Ergebnis nach dem Fächer-Facelift ansehen und nach dem Halslift, so gibt es natürlich einige Dinge zu beachten. Einerseits hat es einige Monate gedauert, bis der Hals locker war. Wie lange hat es da gedauert? 4 Monate. 4 Monate ungefähr. Und da hat er sehr gespannt in der ersten Zeit, oder? Ja. Und das ist alles jetzt weich dann. Alles weich. Weich. Also jetzt ist eigentlich kaum ein Unterschied. So fühlt sich's an. Fühlt sich's an. Ja. Aber in der ersten Zeit war das einfach fest. Das war wie wenn man eingeschraubt ist. Ja genau, Schraubstock. Ja, das ist normal. Ich habe hier unterhalb einen Schnitt gemacht. Den können wir auch zeigen. Da sieht man es. Es ist noch eine minzige Wellung da drunten, das gehört dazu. Also man kann es nicht so machen, dass immer alles perfekt glatt ist. Und es ist so, dass ich hier in der Mitte diese Platysma-Vorderrand, diesen Muskelvorderrand gerafft habe, in der Mitte. Deshalb ist jetzt da so eine schöne, glatte Halskontur. Und das braucht einfach diese Zeit, bis das wirklich locker wird und bis das wirklich wieder entspannt ist. Und da war es auch taub, oder? Mhm, ja. Wie lange war es bei der Wange taub so? 5 Monate. Fünf Monate, ja. Okay. Ja. Das sind Hautnerven, die durchtrennt werden müssen bei der Operation, weil ich ja das hebe. Und die sprossen dann wieder ein und da dauert es in dem Fall 5 Monate und auch so ähnlich beim Hals. Wichtig zu wissen, auch für meine Patienten, ist, es wird von selber wieder gut und locker. Aber man muss Geduld haben und ich habe noch nie eine Patientin oder Patient gehabt, der gesagt hat, es geht mir zu schnell. Nein. Also es schaut schon gut aus, aber man muss auch dazu sagen, in diesen 5 Monaten hat auch sonst niemand gesehen. Das ist mehr das eigene, das genau. Gefühl. Ja. Weil die anderen sehen das nicht, dass das irgendwie unnatürlich ist. Nein. Aber wenn man draufgreift, war es schon hart, oder? Es war hart, ja. Es war hart. Ja. So, leg dir bitte zurück. Schauen wir noch einmal den Schnitt hier unterhalb an. Da war der Schnitt. Es gibt YouTube-Fragen, wieso brauchen Sie diesen Schnitt? Ich brauche den Schnitt nicht, um hier Haut zu entfernen, sondern um diesen Muskel hier in der Mitte, diese Platysma-Ränder, diese zwei, die waren bei dir sehr deutlich, diese zwei Vorderränder von dem Muskel in der Mitte zu raffen. Das ist auch das Gefühl, das es nachher auslöst mit der Schraubstock-Geschichte. Aber wichtig ist, und wir haben manchmal eben diese Frage, braucht es diesen Halsschnitt? Es braucht ihn aus meiner Sicht, um wirklich ein nachhaltiges, gutes, auch in 10 Jahren noch gutes Halsliftergebnis zu erzielen. Von diesem Schnitt aus nämlich kann ich diese Muskulatur, die Vorderränder vom Platysma-Muskel in der Mitte raffen. Wenn das gerafft ist, dann sieht man hier nach 8 Monaten, wie glatt diese Halskontur ist und die bleibt nachhaltig. Das heißt, nicht bis ans Lebensende, aber das Ergebnis ist auch Jahre noch hervorragend. Und das sieht man. Gleichzeitig sauge ich hier etwas Fettgewebe ab und wir haben eine perfekte Kinnkontur und der Hals-Kinn-Übergang ist so wie bei einer jungen, ja. Was weiß ich, 20-30-Jährigen sozusagen. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, wir haben auf den Fotos vorher, wenn wir uns die einblenden, hier eine sehr schwierige Hautkonsistenz gehabt. Diese Haut hier war ganz fein gewellt und rau, oder? Und die ist jetzt durch die Straffung und durch die Hebung vom Unterhautgewebe hat sich auch die Hautkonsistenz deutlich verbessert. Also das schaut jetzt sehr schön aus und ist auch nachhaltig. Wenn wir uns jetzt die Schnitte anschauen ums Ohr herum, dann läuft hier der Schnitt. Und da gibt es ein eigenes YouTube-Video, weshalb ich den Schnitt hier nicht nach innen ziehe, sondern am Vorderrand. Der läuft hier ums Ohr herum, hinterbei ins Ohr und wieder in die Haare. Du hast ein bisschen die Haare in der ersten Zeit länger wachsen lassen jetzt und so ein bisschen drüber gehängt. Aber tust du es dann abdecken? Hat niemand den gemerkt? Du hast auch gesagt, der Physiotherapeut hat es auch nicht gemerkt. Nein. Manche haben Angst, dass sie dann beim Friseur. Wäre mir auch wurscht. Wäre auch wurscht. Ja, ey, man kann ja dazu stehen. Also es ist ja nichts Verbotenes. Genau. Auf der Seite ist die Narbe noch ein bisschen schöner.
Also es ist oft einmal auf einer Seite immer ein bisschen mehr gerötet als auf der anderen. Das ist normal. Auf dieser Seite hier, wenn wir uns da die Schnitte anschauen, dann sieht man es noch weniger als auf der anderen. Aber das wird sich auch noch ausgleichen. Also das heißt, es braucht ungefähr 1-2 Jahre, bis das abblaust. Man kann es dann auch, wenn es ganz störend ist, kann man auch noch sowas tun, aber das braucht man bei dir gar nicht. Die Taubheitsgefühl bei der Wange ist auch ist kein wieder ganz normal. Ja, genau. Was wir noch tun, ist eben Botox. Schon mal zusammenziehen, streng und nach oben ziehen. Ja, das haben wir vor 14 Tagen gemacht. Da ist das ruhig gestellt. Ein bisschen Bewegung ist normal und sollte auch sein. Beim Botox verwende ich eben so die Stiche, dass man wirklich auch noch ein bisschen was bewegen kann, ohne dass man jetzt zu viel übertrieben hat. Ich habe mir es jetzt auch vor einer Woche gespritzt, Botox. Schärfisch, danke, das wollte ich ja hören. Aber man muss ja die Tricks, die man bei den Patienten anwendet, muss man ja für sich selber auch anwenden dürfen. Das war unser Video 8 Monate Kontrolle nach Fächerfacelift und Halslift. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal, liken Sie uns, kommentieren Sie uns und liebe Grüße diesmal wieder aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth und Veronika. Thank you.